Anfang 2011 wurde die ADG Business School in Montabaur gegründet. Die ADG Business School, die aus der Kooperation von ADG und Deutschlands größter Privatuniversität, der Steinbeis-Hochschule Berlin, hervorgegangen ist, hat inzwischen mehr als 1000 immatrikulierte Studierende im Westerwald begrüßen können. Inzwischen nutzen auch Unternehmen aus der Region und Studierende vermehrt das Angebot der Business School am Campus auf Schloss Montabaur. Die Institution bietet berufsbegleitende, branchenfokussierte Studiengänge und praxisrelevante Forschung. Vom Bachelor über den Master bis hin zur Promotion. Die ADG Business School qualifiziert punktgenau für die Herausforderungen der Zukunft und bildet für verantwortungsvolle Managementaufgaben aus. Exzellente Qualifizierung, relevante Forschung und nutzbarer Transfer für den Erfolg unserer Kunden. So lautet die Mission, hinter der auch Carsten Rasner, Diplombetriebswirt und Geschäftsführer der ADG Business School, steht. Das Unternehmen Schütz, Spezialist für Kunststoff- und Metallverarbeitung, ist mit 1500 Beschäftigten zwar ein sehr großer Arbeitgeber für Westerwälder Verhältnisse. Im Kampf um die besten Fachkräfte befindet sich die Firma allerdings im Wettbewerb mit noch wesentlich größeren Konzernen in deutschen Metropolen, die oftmals auch namentlich bekannt sind. Lockt eine Stelle bei Mercedes, BMW, Siemens oder Bosch, dann fällt es selbst einer Firma wie Schütz nicht leicht, die Nachwuchskräfte zu halten. Das Unternehmen sucht deshalb intensiver als früher den Kontakt zu den Schulen und Hochschulen und setzt auf frühzeitiges Kennenlernen, zum Beispiel über Praktika. Klaus Zischowski ist Personalleiter der Firma Schütz in Selters. Er freut sich darüber, dass die firmeneigenen Trainee-Programme so hochkarätig organisiert sind, dass die jungen Nachwuchskräfte schon weltweit eingesetzt werden. Das Europäische Feuerfest-Kompetenzzentrum ECREF, European Center for Refractories GmbH, ist das bestehende Netzwerk aus dem Verband der deutschen Feuerfestindustrie, der Forschungsgemeinschaft Feuerfest e.V. und der DIFK GmbH. Ziel des ECREF ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie Aus- und Weiterbildung auf nationaler und europäischer Ebene. Seminare und internationale Tagungen werden ausgerichtet sowie Stipendien an exzellente Doktoranden vergeben. Professor Dr. Peter Quirmbach ist Geschäftsführer des Europäischen Instituts für Feuerfesttechnologie und des Deutschen Instituts für Feuerfest und Keramik in Hürkrenzhausen sowie Mitinitiator der gemeinsamen Masterstudiengänge der Hochschule Koblenz, Fachbereich Glaskeramik in Hürkrenzhausen und der Universität Koblenz-Landau. Kesera ist der Dienstleister und Produzent für Wärme- und Architekturkeramik. Mitten im Kannenbäckerland in Ransbach-Baumbach produziert Kesera auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern Steinzeug- und Steingutkeramik. Als Spezialist für Wärme- und Architekturkeramiken ist die Firma in der Lage, individuelle Produkte zu entwickeln und umzusetzen, egal ob Klein- oder Großserie. Dabei bietet Kesera zusammen mit den Partnern den vollen Service, von der Format- bis zur Glasurentwicklung, vom Marketing bis zur Logistik. Wer sich mit einem Projekt an Kesera wendet, kann eine umfassende Beratung erwarten und eine Lösung wird zügig erarbeitet. Andreas Kechter, Unternehmer mit Firmensitz in Ransbach-Baumbach, ist Geschäftsführer der Kesera Produktions GmbH, Absolvent der Hochschule Koblenz, Fachbereich Keramik und Absolvent der WHU Fallender mit Abschluss Master. Ja, und nach dieser Vorstellungsrunde meiner heutigen Gesprächsteilnehmer wollen wir dann auch mitten ins Thema einsteigen. Es geht um den Nachwuchs, es geht um den akademischen Nachwuchs vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Wie stark ist denn der demografische Wandel im Westerwaldkreis angekommen, Herr Landrat? Ja, also der demografische Wandel ist bei uns im Westerwaldkreis genauso angekommen wie in anderen Regionen. Insbesondere in den ländlichen Regionen sind die Zukunftsperspektiven beschrieben. Das heißt, in dieser Ausgangssituation stehen wir im Wettbewerb mit anderen ländlichen Regionen, aber insbesondere mit den Metropolen. Wir haben einen schönen Vorteil in der Region, den wir auch immer beschreiben. Wir liegen zwischen den Regionen, in denen richtig etwas abgeht, also Rhein-Main-Gebiet und auch den Bereich von Bonn-Köln. Das hat Vorteile.
Das hat allerdings auch Nachteile, denn es bringt mit sich, dass sich junge Menschen natürlich in diese Regionen hinein auch orientieren. Und die fehlen uns dann hier. Deswegen ist dieses Thema bei uns voll angekommen und macht uns auch zu denken und zu schaffen. Wir haben große Unternehmen, die auch auf dem Weltmarkt sehr erfolgreich sind im Westerwaldkreis. Wir haben heute den Personalleiter eines so großen Unternehmens auch hier bei uns, Herr Zichowski. Wie stark ist das Problem Nachwuchs in Ihrem Unternehmen manifestiert? Für die künftige Entwicklung des Unternehmens und für die Internationalisierung unserer Produkte und unserer Strategien eine sehr wichtige Geschichte. Das fängt unten an, natürlich bei den klassischen Ausbildungsberufen, die natürlich in der Vielfalt jetzt deutlich höher sind. Wir haben also unsere Ausbildungskapazitäten eigentlich über die letzten Jahre verdoppelt und die Ausbildungsberufe insgesamt erweitert. Aber das geht natürlich auch hinein in die weiterführenden Themen, nämlich wenn Auszubildende bei uns entweder neben dem normalen Berufsleben noch sich weiterentwickeln wollen, in technischer Hinsicht, insbesondere im gewerblich-technischen Bereich, aber auch im kaufmännischen Bereich, bis hin natürlich, wenn wir Ingenieure gewinnen müssen für unsere Unternehmung und dort die attraktiven Dinge, die wir bieten können, eben auch zu vermarkten. Mhm. Und da haben wir natürlich eine gewisse Schwierigkeit, ich kann das nur unterstreichen. Wir merken natürlich auch, es wird dünner, der Markt wird dünner und die Sogwirkung der Metropolen ist natürlich sehr, sehr groß. Also das ist die Schwierigkeit, wenn junge Menschen hier einmal auf den Geschmack gekommen sind und die Region hier verlassen haben, ist es schwer, sie wieder zu gewinnen. Und von außen Leute zu gewinnen, junge Leute zu gewinnen, da ist eine Menge Marketing möglich und erforderlich. Das ist jetzt die Seite der Unternehmen, Herr Professor Quirnbach. Als Hochschule haben Sie täglich mit Studenten zu tun, Absolventen, die Sie hochqualifiziert dann in den Markt wollen. Was sagen die Ihnen oder wie früh ist eigentlich da schon die Entscheidung getroffen, ich bleibe oder ich gehe? Diese Entscheidung wird eigentlich sehr stark abhängig gemacht davon, von den Perspektiven, die die Unternehmen, die diese jungen Studenten übernehmen können, ihnen bieten. Wir haben hier für unsere Branche auf jeden Fall das Glück, sowohl KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, ansässig zu haben, genauso wie Weltmarktführer, die sich quasi also hier im Norden von Rheinland-Pfalz gruppiert haben, sodass beide Arten von Zukunftsperspektiven möglich sind, also den Aufstieg in einem globalen Weltmarktführerunternehmen zu tätigen, als auch mit einem, ich sag mal, großen Maß an eigenem Engagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen einzusteigen. Und das ist für uns erstmal ein Vorteil. Und wir versuchen halt eben die jungen Menschen über beide Schienen mit einer interessanten Zukunftsgestaltung für diesen Beruf, für diesen Wirtschaftszweig zu interessieren. Mhm. Herr Rassmann, bei der ADG Business School, selbe Erfahrungen? Bei uns ist die Erfahrung sehr stark, dass wir sehr frühzeitig versuchen, eigentlich schon in den Schulen potenzielle Studierende zu gewinnen, gemeinsam mit den Unternehmen. Wir haben auch gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und dem Landkreis eine Initiative gestartet, das Studium für die Region, das Westerwaldstudium, wo wir jungen Schulabsolventen die Möglichkeit geben wollen, in regionalen Unternehmen einzusteigen. Und das Tolle ist, hier sind tolle Unternehmen, hier sind attraktive Unternehmen, die internationale Perspektive bieten, die viele Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Und wir haben mittlerweile über 20 Unternehmen gewonnen, die sich dieser Initiative angeschlossen haben, die eine duale Ausbildung anbieten, aber die auch berufsbegleitend qualifizieren. Denn das, denke ich, ist auch noch etwas ganz Wichtiges. Wir haben viele Mitarbeiter, die sehr viel Potenzial bereits bieten, die eine gute Ausbildung haben. Das ist eine Stärke hier in Deutschland, eine exzellente Ausbildung. Und viele dieser Mitarbeiter suchen ein berufsbegleitendes Studium. Und das haben wir jetzt hier auf Schloss Montabaur an der ADG Business School realisiert. Mhm. Herr Kechter, Sie sind ein Beispiel dafür, aus der Region dann weggegangen, wenn ich das so einfach formulieren darf, hochqualifiziert weggegangen und sich doch wieder zurückorientiert, weil die Wurzeln hier liegen. Wie haben Sie es damals als Absolvent empfunden und was war ausschlaggebend dafür, dass Sie dann doch wieder in die Region zurückgekommen sind? Naja gut, ich sag mal, damals, als ich weggegangen bin, gab es noch nicht die Möglichkeiten wie heute, ganz salopp. Also man darf nicht unterschätzen, man hat wesentlich bessere Vernetzungsmöglichkeiten mittlerweile, als es noch vor 15 Jahren vielleicht der Fall war. Was mit ausschlaggebend auch zu war,
ein Risiko zu gehen und ins Ausland zu gehen. Wieder zurück in die Region zu kommen, hatte persönliche Gründe. Also es war wirklich so, die Heimat ruft irgendwann, wenn man mal 10 Jahre im Ausland gelebt hat oder umhergewandert ist, ist es durchaus wieder attraktiv, nach Hause zu kommen. Fragen wir doch nochmal den Personalleiter, der täglich damit zu tun hat. Akademischen Nachwuchs, also haben wir gerade die Gruppe der Ingenieure angesprochen, große Mangelware. Wie rekrutieren Sie sich aufs Leben? Auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Es ist natürlich, wir nehmen eine Menge von dem wahr, was Sie gerade sagten, dass wir an die Hochschulen gehen. Wir haben dort auch Mitarbeiter, die Dozententätigkeiten vornehmen. Wir haben Bachelorarbeiten, die wir Masterarbeiten, Diplomarbeiten bis hin auch zu Doktorarbeiten. Also das versuchen wir schon in der großen Vielfalt anzubieten. Es muss fokussiert werden nach dem, was wir für unsere Belange natürlich benötigen. Spezialisierung im Maschinenbau, in der Anlagentechnik, in der Konstruktion, in der Elektrotechnik beispielsweise, im IT-Bereich auch und im kaufmännischen Bereich auch. In speziellen Bereichen und Segmenten. Und das muss fokussiert werden auf die einzelnen Hochschulen. Und da ist natürlich unser Anliegen, dass möglichst die jungen Leute nicht allzu weit weggehen, insbesondere wenn sie dann eben berufsbegleitend dann dual weiter studieren. Mhm. Aber die werden ja auch mit anderen Unternehmen liebäugeln. Und wie schaffen Sie es, und Sie schaffen das ja, dass dann doch nicht zu Mercedes-Benz, zu Siemens oder zu anderen Firmen gegangen wird, sondern dass man sich bei Ihnen sehr wohl fühlt? Ja, wir laden ja beispielsweise auch Professoren und ihre Studenten ein zu Tagesveranstaltungen bei uns im Haus, Besichtigung des Hauses. Und ich denke, wenn man die möglichen Kandidaten, die möglichen Bewerber hier erstmal bei uns im Hause hat, und die Vielfalt zeigen kann und dann auch dann die Internationalität und die Entwicklungsmöglichkeiten, die wir es bieten bei uns im Unternehmen, ist das eine sehr attraktive Geschichte. Also es ist eine Frage des Marketings. Okay. Marketing, da sind wir wieder beim obersten Wirtschaftsförderer im Westerwaldkreis, in Sie das, Herr Landrat. Da tut der Westerwaldkreis einiges. Also es ist ja so, diese Tour-Inch, wenn ich das so bezeichnen darf, dort werden Hochschulabsolventen jetzt in die Unternehmen gebracht. Das ist eine Initiative der Wirtschaftsförderung des Westerwaldkreises und man tut vieles mehr. Ja klar, eine Grundlage ist bei dieser Ausgangslage Schulen, Schülerinnen, Schüler, Lehrer, mit Unternehmen und mit den Hochschulen zu verbinden. Deswegen gibt es auch eine Menge an Kooperationsvereinbarungen, so auch eine mit der Hochschule in Koblenz. Mhm. Und die wird jetzt in der Form vollzogen, dass wir mit Studenten aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen Unternehmen im Westerwaldkreis auch mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten anfahren, um die Unternehmen vorzustellen. Denn Ziel ist ja eine möglichst frühzeitige Bindung zwischen einem Unternehmen und dem jungen Menschen herbeizuführen. Mhm. Duale Studiengänge sind dafür ideal, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, die dann über Praktika und so weiter laufen können. Und wenn da eine Verbindung entsteht, dann haben wir einen Anreiz gesetzt, einen jungen Menschen in die Region zu holen. Denn häufig, ich frage ja auch diejenigen, die nach München zu einem größeren Unternehmen gehen, was ist denn die Hauptursache dafür, also außer der Stadt München, da kriege ich häufig die Antwort, ja, da steht mir die Welt offen. Also die Welt offen steht Ihnen hier auch bei der Firma Schütz. Ja. Die ist weltweit genauso vertreten wie eine Firma in München. Mhm. Und Sie sind keineswegs darauf angewiesen, immer Ihre Arbeit nur im Westerwald zu machen. Ich weiß, dass die händeringend auch immer die Menschen suchen, die für Sie auch immer längere Zeit in die Welt hinausgehen. Und gleichzeitig kann man hier eine Wurzel gründen und bei uns im schönen Westerwald auch wohnen. Ab einer gewissen Konzernstruktur, haben wir ja gehört, wird es dann schwierig. Einfach mal vielleicht so die Zahlen. Wie viel Personal rekrutieren Sie aus der Region Westerwald-Mittelrhein? Doch noch einen sehr, sehr hohen Anteil. Mhm. In vielen Bereichen, natürlich in den Ausbildungsberufen eh. Denn das ist ein regionales, begrenztes Thema. Und in den weiteren Bereichen, wir gehen auch an andere Hochschulen bis Aachen, Darmstadt, Friedberg, also in der größeren Region, weil genau das eben immer eine Rolle spielt. Ihr Ausbildungsgang, wenn man mal draußen ist, kommt man nicht so schnell zurück. Es sei denn, es sind soziale Bindungen hier, Familie, man will Familie gründen, dann spielt die Infrastruktur natürlich eine große Rolle, vom Arzt über den Kindergarten bis sonstige Dinge. Also insofern haben wir das Thema auch. Also ich würde sagen, so circa 20%, 25% bekommen wir draußen. Aber es wird zunehmend schwieriger, weil hier doch viele Qualifikationen nicht so ohne weiteres vorhanden sind und eben die Weiterbildungsmöglichkeiten oder die Weiterqualifizierungsmöglichkeiten, lebenslanges Lernen und Karriere machen und sich möglicherweise weiterentwickeln, das ist ein Thema, was ausbaufähig ist.
Aber nochmal die Frage an die Hochschulen. Wir haben ja gehört, dass Unternehmen Nachwuchssorgen haben. Wie sieht es denn da bei den Hochschulen aus? Ja, bei den Hochschulen als Lehrende. Ja, als Lehrende Anstalt. Dort wäre das eigentlich kein direktes Nachwuchsproblem. Das eigentliche Problem ist eigentlich vielmehr die nicht mehr vorhandenen Dauerstellen. Das heißt, die Hochschulen werden bis aufs Minimalste, leider Gottes, aufgrund von Sparmaßnahmen zusammengestrichen. Und wir haben fast ausschließlich nur noch Teilzeitkräfte, die über maximal 6 Jahre einer Hochschule angehören und dann das Haus wieder verlassen müssen, sodass das ein sehr unstetes Zusammenwirken ist. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, Planstellen zu generieren. Insofern helfen wir uns oder notgedrungen gehen wir dann mehr auf die Industrie zu und versuchen über diese intelligenten Zusammenarbeitskonzepte wiederum für beide Seiten das Maximale rauszuholen. Also im Grunde genommen zwingt uns diese Notwendigkeit, finanzielle Mittel einzusparen, dazu, noch mehr nach draußen zu gehen. Insofern kann man das also durchaus auch ins umkehren und zu einem positiven Kriterium umwandeln. Wir haben jetzt verschiedene Ausgangssituationen andiskutiert. Es kommt immer wieder darauf, oder es läuft darauf hinaus, dass wir sagen, es ist vielleicht gar nicht so schwer, das Klientel anzusprechen, denn wir haben gut ausgebildete, gute Absolventen an den Hochschulen. Wir haben ganz tolle Unternehmen in der Region, die auf dem Weltmarkt, wie gesagt, ganz vorne eine Rolle spielen. Wichtig ist es, die Menschen hier zu halten, und das sind sicherlich auch Wünsche, die an Sie, Herr Landrat, herangetragen werden seitens der Unternehmen. Was muss ein Kreis, was muss eine Kommune bieten, damit sich Familien auch wohlfühlen und auf Dauer dort ansiedeln? Selbstverständlich werden die Wünsche an uns herangetragen. Das sind ja deckungsgleiche Wünsche. Ja. Der Vorteil dieser Runde zeigt ja, dass wir miteinander sprechen. Insofern sind wir im ständigen Austausch. Neben, sage ich jetzt einmal, der guten Grundqualifikation der jungen Menschen aus der Region an unseren Schulen, wo wir eine ganze Menge für tun, gilt es natürlich auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen das Rahmenprogramm zu stricken. Ja. Dazu gehören so Themen für die Zukunft. Ärztliche Versorgung ist ein schwieriges Thema auf dem Lande. Was Zuzug bestimmen kann, ist eine wesentliche Frage. Natürlich die Möglichkeiten der Kinderbetreuung, Kindertagesstätten, flexible Angebote, als auch schulische Angebote, kulturelle Dinge. Wir werden sicherlich kein Staatstheater im Westerwaldkreis bauen können. Allerdings sind ja in der Nähe welche, und insofern würden wir dann schon verweisen auf unseren Standortvorteil an der Stelle. Aber diese Rahmenbedingungen, die müssen geschaffen und erhalten werden, und die müssen auch bekannt gemacht werden. Aber auch dort gibt es einen Zusammenschluss, denn solange die Unternehmen Fachkräfte haben und auf dem Weltmarkt nach wie vor gut bestehen können und gute Zahlen schreiben, das sind auch Finanzen, die in der Region ankommen, wenn sie denn hier bleiben dürfen, komplett. Das ist nicht so, leider. Aber mit dieser Finanzausstattung können sie natürlich schon einiges auch an diesen Rahmenbedingungen unternehmen. Wir wollen diese Runde nicht schließen, ohne dass wir vielleicht Wünsche formulieren für dieses Jahr, für die Zukunft, um für alle Seiten, sei es Hochschule, sei es Wirtschaft, sei es Unternehmen und natürlich auch Kreis, eine prosperierende Zukunft zu haben. Herr Professor Quirnbach, wenn wir vielleicht mit Ihnen beginnen, was wären so Wünsche, die Sie vielleicht an die Politik oder auch an junge Studierende formulieren wollen oder an Unternehmen, damit wir dieses Problem nicht mehr so lange diskutieren müssen? Also ich denke, es wäre sicherlich noch gut, die Situation zu verbessern, dass man die Zusammenarbeit mit den Schulen, mit den Gymnasien noch etwas verstärkt, dass man die Gelegenheit bekommt. Wir hatten einmal ein Zukunftsforum ausgerichtet vor einigen Jahren. Das war eigentlich sehr erfolgreich. Da haben wir damals mit 80 Teilnehmern gerechnet und waren über 400. Also insofern ein durchaus erkennbarer Bedarf an Informationen, dass uns das gelingt, noch mehr direkt an die Schüler heranzukommen. Ich denke, dort fallen die ersten Würfel im Schuljahr 10, 11, 12, damit wir gemeinsam mit den Lehrern Konzepte und Möglichkeiten aufzeigen können, junge Menschen speziell für diese MINT-Fächer, also für Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu interessieren. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für die Zukunft. Okay. Herr Kechter? Ja gut, wir sind noch ein kleines Unternehmen. Wir haben viele Wünsche, dass wir erstmal in die schwarzen Zahlen natürlich kommen, weiter wachsen können. Aber jetzt an die Politik oder vielleicht, denke ich, ist es vielleicht wichtiger, noch an den Rahmenbedingungen auch für Startups zu arbeiten. Das heißt, auch da werden dann Arbeitsplätze generiert. Da steht immer das Thema Finanzierung, Marketing natürlich auch, das kennen Sie ja alles vom Betriebswirtschaftlichen her. Inwieweit da die Politik in der Lage ist, die Förderbedingungen zu verbessern, das denke ich mal, das wäre so ein Wunsch allgemein mal gerichtet für alle, die neu gründen wollen, weil ich denke, da kann man auch einiges machen. Mhm. Also gerade mit Innovationsförderung, was dann wieder den Instituten und Forschungsinstituten zugutekommt und den Unternehmen ja auch hilft, dass man das vereinfacht und solche Geschichten. Das wäre so mein Wunsch an die Politik, was so alle kleinen Unternehmer und Neugründer angeht. Jetzt, ich hoffe, auch ein großes Unternehmen wie Schütz hat sicherlich eine ganze Menge auf der Wunschliste. Ja, erstmal wollen wir das, was wir uns vorgenommen haben, erreichen. Das sind anspruchsvolle Ziele, gerade in dem Bereich Personalentwicklung oder Personalrekrutierung. Was ich mir wünschen würde, ich denke mal unter dem Stichwort, gemeinsam ist man stark, interdisziplinär ist man stark, also nicht die Hochschule, die Politik, die Industrie, die Wirtschaft, sondern die Plattform hier wirklich auszubauen und auch marketingtechnisch hier in der Region selbst zu vermarkten, aber auch in den angrenzenden Regionen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, ich glaube, ich kann das sogar aufgreifen, was Herr Zichowski gesagt hat. Ich wünsche mir eigentlich für uns alle eine positiv-aggressive Grundhaltung. Es ist auch so, dass andere Regionen darüber nachdenken, wie man junges Talent halten kann. Und man muss einfach vor der Welle letztendlich unterwegs sein. Und wie in einer Beziehung, wenn man sagt, ich setze alles daran, jemanden zu halten, das ist meistens nicht die gute Strategie. Wir müssen alles dran setzen, junge Leute dafür zu begeistern, hier in der Gegend zu bleiben, tolle Jobs anzunehmen, tolle Studienmöglichkeiten zu nutzen. Das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Und insofern positiv nach vorne zu sein und Platz 1 lieber als Platz 2. Mhm. Herr Schwickert, für den Westerwaldkreis sicherlich viele Wünsche. Trotzdem müssen wir noch mal an dieser Stelle sagen, dass es einer der führenden Kreise ist, was die Prosperität angeht, Vollbeschäftigung, andere Sachen, die haben wir ja auch schon im Eingangsstatement angesprochen. Trotzdem gibt es sicherlich etwas, wo Sie sagen, das hätte ich gern. Ja, eben, das ist die Ausgangslage. Und wer sich auf der Ausgangslage ausruft, ich stehe hier mit Unternehmern zusammen, der weiß, was geschieht. Ja. Wir müssen gewisse Wettbewerbsvorsprünge, die wir im Bereich der Wirtschaft haben, auch in den Bereich der Regionen haben. Und da habe ich zum Beispiel jetzt, wenn Sie nach Wünschen gefragt haben, erstmal einen ganz konkreten. Also wir haben im März eine Veranstaltung Ab in die Zukunft anstehen. Da sind die Unternehmen schon eingeladen und bereit, sie werden kommen. Die Hochschulen werden auch kommen, Veranstaltungen an der Berufsbildenden Schule in Westerburg. Und wir laden also alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufen aus den Westerwälder Gymnasien dazu ein. Mhm. Und da ist ein konkreter Wunsch, dass die auch kommen. Ja? Also dass von diesen Angeboten, diesen Informationsangeboten Gebrauch gemacht wird, damit wir es miteinander verbinden. Was die Darstellung der Region nach außen betrifft, ist landkreisübergreifend noch einmal geplant, Eckdaten in den harten sowie auch in den weichen Themen zusammenzustellen über die, sagen wir mal, drei Landkreise hier auf dieser Seite des Rheins. Das wollen wir gegebenenfalls auch ein bisschen mehrsprachig machen, sodass man im Prinzip in einem Unternehmen auch schon die Informationen mit an die Hand geben kann, wo sich jemand darüber informieren kann, wie sieht die Region aus. Denn mir wird häufig gesagt, wenn das Wort Westerwald am Anfang fällt, oje, wo ist das? Ne? Da kommt der alte Spruch, so kalt und alles Mögliche. Aber wenn die Menschen, wenn man es mal geschafft hat, die tatsächlich her in die Region zu bekommen, dann wundern sie sich doch, was sie alles vortreffen. Und der große Wunsch natürlich bei den eigenen Westerwälder Nachwuchs ist, also ich wünsche denen hervorragend in die Welt hinauszugehen, viel zu lernen. Dann allerdings auch in Erinnerung zu haben, wo ihre eigentlichen Wurzeln sind, denn hier werden sie gebraucht und hier können sie auch ordentlich verdienen. Wie schön es im Westerwald ist und im Westerwaldkreis und in der Region, das zeigen wir von WWTV und TV Mittelrhein, das zeigen auch diese Gespräche, ja, dass es interessante Themen gibt, über die wir täglich berichten, täglich bei uns zu sehen. Wir werden die Veranstaltung natürlich auch mit begleiten. Ich darf mich bedanken, dass Sie sich heute Morgen Zeit genommen haben, hier zu uns ins Medienhaus zu kommen und freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.